Ist auch sehr gut, dass man so einen Kunde hat wie den Felix, der dann schon mal die Fehler macht und man dann sich um das Wichtige kümmern kann. Low rein und Differentialsperre. Aber kannst du drüber ziehen, du musst nur. Siehst du meine Betonplatten? Ja, die höre ich. Ich hab dir schon mal kurz grob aufgeladen gehabt. Oha! Der Felix und ich sind ganz schöne Schlingel, denn wir sind wieder zurück in SnowRunner, waren jetzt so fein und haben hier die Steine zur Seite geräumt und haben euch so ein bisschen auf den Arm genommen. Denn, wenn wir mal die Karte anschauen, wir haben ein bisschen schon aufgedeckt. Wie ihr wisst, sind wir jetzt auf der neuen Karte Black River, nein, halt stopp, Smithville Talsperre. Genau. Wir kamen vom Black River und jetzt wollten wir ursprünglich auch den Steinbruch, der hier ist, quasi mit den Ersatzteilen und Betonplatten absolvieren. Da haben wir ja schon ein bisschen was vorbereitet. Und zwar steht da was hinten in der Base. Da fahren wir mal kurz hin. Oh ja, fällt gerade was ein. So schnell das HUD wieder einblenden. Ja, das ist eine gute Idee. Da sieht man ein bisschen mehr. Das stimmt. Aber es sieht ohne HUD echt sehr geil aus. Das stimmt. So, und zwar, schaut mal da, wir haben so einen wunderschönen GMC und haben schon Materialien rüber geschafft, weil wir aktuell nicht herausgefunden haben auf der Karte, wo man Ersatzteile herbekommt und Betonplatten. Wir denken oder schätzen, oioioi, das war knapp. Betonplatten kriegen wir schon hier, wir kriegen Betonteile. Okay. So, Betonteile, aber keine Platten. Platten kriegen wir eben hier, weil die sind noch viel größer, aber nur diese kleinen Teile, die du jetzt hast, kriegen wir nicht hier. Okay. Aber könnten wir denn auch die größeren dort abgeben? Das wissen wir aktuell nicht. Oder? Ich muss gerade mal gucken, was wir brauchen. Wir brauchen eine Betonplatte, zwei Ersatzteile. Also genau das, was wir vielleicht jetzt quasi hier haben. Vielleicht geht das auch, ja. Wenn nicht, müssen wir hier am Logistikzentrum, ne, wo war das? Am Lager unten, wo wir hier vorbeifahren, die Betonplatte mitnehmen. Ja. Das wäre nicht so tragisch eigentlich. Deswegen haben wir auch schon so ein bisschen aufgedeckt, weil einfach das wichtig ist für uns. Und hier sind auch einige Sachen hier unten, zum Beispiel International Trunstar 4070A. Ich glaube, das Ding ist auch richtig gut. Im Sumpf, oder? Ja, genau. Ja, das wird ordentlich gut sein. Und dann geht's hier sogar weiter nach Island Lake. Also, was es nicht alles gibt. Wir werden hier so viel Spaß haben. Wir werden hier so viel zu tun haben. Das ist echt der Wahnsinn. So, Bauplatz fürs Öl. Felix, tust du mal umladen jetzt? Oder willst du noch kann ich nicht, stehen? Wenn du dementsprechend dein Fahrzeug schon betreten musst. Ja, wieso sagst du mir das nicht? Weil du gerade schon geredet hast. Achso. Tja, das finde ich ja frech. Unmöglich, gell. Du hast ja auch deine Stützen nicht ausgefahren gehabt. Du hast ja nicht mal den Anschein gemacht. Als würdest du arbeiten wollen. Wow. Mach mal hier locker. Nee, kein Bock. Halt locker, mach's halt ohne. Okay. Ich reiß dich auch da runter, David. Kein Problem. Nee, das machen wir nicht. Das ist mein guter GMC, der muss heile bleiben. Ja, und wir haben echt gerade eigentlich nur diesen einen Truck, den der Felix gerade fährt, den wir ja auch jetzt schon gut kennen, den habe ich ja auch, der wirklich geländetauglich ist, denn du brauchst echt alles. Du brauchst Allrad, du brauchst Differentialsperre und das ganze Zeug. Und es ist übrigens jetzt hier die erste Folge, die wir in der Full-Release-Version jetzt machen, ne? Stimmt, ja. Das heißt, alle vorherigen Folgen, die ihr gesehen habt, waren nichts Full Release. Und Problem ist, wir haben immer noch das Ding mit dem Windenangebot, wo wir jetzt auch schon spekuliert haben, dass es wahrscheinlich durchaus an dem Windenmotor oder an der Winde selbst liegen kann. So, wir fahren los. Muss es eigentlich. Oder wir sind einfach noch zu blöd. Oder wir sind echt ein bisschen dumm. Oder was ich heute schon gelesen habe in den Kommentaren, dumm und dick und doof. Dick und doof sind wir, ja. Da weiß ich schon, wer ich bin. Ja. Tja. Frech. wir fahren los. Auf geht's. Jetzt, wo wir den Weg freigemacht haben und die Sonne wieder untergeht. Geht's um einiges leichter, kann man schon mal sagen, weil wir unterwegs waren, mussten wir außen rumfahren. Ich habe ja ein paar kleine Szenen aufgenommen von dem DLC-Wagen, mit dem ich dann auch da lang geprescht bin, wo ich ein bisschen oft umgekippt bin. Die kann ich jetzt mal hier reinschneiden. Also das ist übel krass teilweise. Du kannst aber mit diesem einen DLC-Wagen, dessen Namen ich jetzt schon wieder vergessen habe, echt über Stock und Stein fahren. Also das Ding macht alles mit. Ja. Aber damit kannst du halt nichts transportieren. Ja, klar, aber das wird unser Erkunder auf jeden Fall brauchen auch werden. Also vor allem in Alaska kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass der nutzbar sein wird. Der hat, glaube ich, auch Dauerallrad an, ne? Ja.
und eben die Differentialsperre in den Lastgängen, was jetzt hier scheinbar immer Standard ist, jetzt auch hier bei unseren Wägelchen. Ne? Ja, wir haben jetzt halt Allrad und Differential, genau. Deswegen. Was wir auch nicht vorher nicht nutzen konnten. Stimmt, also wir schätzen, ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir es nutzen konnten. Ich hab's öfters getestet. Okay. Aber diese Differentialsperre ist nur im Lastgang verfügbar und jetzt eben auch in der Vollversion. Ja. Wir haben auch gemerkt, multiplayer-technisch läuft das Ganze jetzt deutlich stabiler. Wir hatten keinen einzigen Abbruch. Das war in der noch nicht Full-Release-Version halt noch nicht so, was aber klar ist. Doink, aua. Aber Schaden bekommen. Ja, weil ich ein bisschen flott bin. Nee, ich. Achso, du? Ja, okay. Dann ist ja alles gut. Wow. Was hast du jetzt schon wieder gemacht, Felix? Schaut euch mal diese Aussicht hier an, bei dem Damm. Hä? Ja. Oh. So auf die Aussicht, was machst du denn? Kurve ein bisschen etwas eng genommen auf. Da will ich dann ein bisschen getrunken vor der Folge. Ein bisschen zu viel Eistee. Oh. Naja. Aber Halleluja. Also wahnsinnig schön hier. Mit dem Damm, mit dem See. Und hier sind die nächsten Herausforderungen. Was sind hier jetzt schon wieder? Ich vermute, weil mir gerade rechts angezeigt wird, Betonplatte. Ich glaube, du musst was hier das mitnehmen drüben. Hier rechts bei der Betonplatte, ja doch. Eine ja. Betonplatte, aber sind das keine Betonplatten, was ich da. Nein, das sind keine Betonplatten. Das sind? Was dann? Das sind. Ich habe das mal vorhin überprüft, wobei hier waren Betonteile, Betoneinzel, was auch immer. Na, das glaube ich ja nicht. Ich frag mal den Kollegen hier, warte mal, das ist wo? Das ist hier hoch, ne? Nee, dann bin ich jetzt genau. Wieder falsch hier. Hier rechts. Ja, ich frag mal den Kollegen da oben. Mach das. Such du schon mal einen Weg, wie wir da rüberkommen. Ja, das werde ich tun. Straight durch heißt es ja. Ja, ich glaube, das ist keine gute Idee. Da habe ich da Ankerpunkte, drüben habe ich Ankerpunkte. Wir können uns nicht gegenseitig ziehen, denk dran. Ja, ich drück mal Lastgang wechseln, Differential. Sweet. Und so, mal bergauf. Ziegel, Beton. Doch, das sind Betonplatten, Felix. Was du hast? Ich glaube, na, vielleicht auch nicht. Nein, du hast keine Betonplatten. Was, warte mal, kann man das. Ne, das kann man nicht anzeigen. Stimmt, die brauchen zwei. Die Betonplatten brauchen zwei. Ja. Oder. Ich teste einfach mal. Ich kann die ja hier abladen. Oder so tun, als ob. Fracht entladen. Einfach mal so tun, als ob. Vielleicht kann man die ja draufladen, trotzdem. Vielleicht ist aber auch keine gute Idee. Nee. Nee, geht nicht. Kann ich die entfernen? Oh, ja, falsch. Kannst du auch. Muss fest machen und dann kannst du entfernen. Boah, ich zieh mich gerade so über den Fluss drüber. Zieh! Und. Oh, Scheibenkleister. Alter, was Felix! Was denn? Jo, ich hab jetzt Betonplatten an Bord, ich sag's dir. Was ist deine Leistungsdaten? Was soll ich fragen? Leistung. B+, ah, das geht ja noch. Okay. Aber die schauen sehr entspannt aus und wenn ich losfahre, das Ding schwappt durch die Gegend, ey. Das ist richtig krass. Der ist jetzt richtig von der Federung weich geworden. Durch das Ganze. Hast du schon einen Weg gefunden? Also ja, ich zieh mich rüber. Ja, ist ja besser als gar nichts. Im besten Fall kannst du irgendwer da oben rüberkommen. Versuchen. Ah, also ja, nicht direkt, ja. Wo ich direkt im Wasser reingefahren bin, sondern noch weiter oberhalb. Ist auch sehr gut, dass man so einen Kunde hat wie den Felix, der dann schon mal die Fehler macht und man dann sich um das Wichtige kümmern kann. Immer die Low rein und Differentialsperre. Aber kannst du drüber ziehen, man muss nur. Siehst gucken, du meine Betonplatten? Bleibt. Ja, die höre ich. Ich hab dir schon mal kurz grob aufgeladen gehabt. Oh, nein! Okay. Daniel, mach müde sein. Felix, Hilfe. Also, jetzt muss ich hier noch irgendwie was drücken, um wieder zurückzukommen. Das wird schwierig. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Was hab ich denn hier? Meine Betonplatten sind im Wasser, Felix. Das ist unangenehm. Naja, bei mir ist es genau anders und bei mir bist du im Wasser, aber die Betonplatten sind trocken. Ja, die sind trocken, das stimmt. Fahrhauskamera unter Wasser nicht verfügbar, das ist ärgerlich. Was ist das? Du kannst mir wahrscheinlich da eh nicht helfen, oder? Doch, ich kann dir schon helfen. Ja, wie? Indem ich erstmal zurückziehe. Aber ich denke nicht, dass du bis hier kommst. Zieh mir. Wenn du dich selber hochziehst und mich dabei mitziehst, das wäre doch krass. Das so nach dem Motto, dass der Windenpunkt extrem stark wäre. Ja. Aber womöglich. Auch die Winde. Nicht.
Das Problem ist, es setzt halt überall auf einfach. Also ich zieh mich gerade ja. so bei dem würde sich echt die Erhöhung lohnen, ne? So, Kranmodus, schauen wir mal. Felix ist im Kranmodus. Helfen Sie mir! Entschuldigen Sie, können Sie mir helfen? Mein Kran ist nicht stark genug. Ja, das dachte ich mir schon. Was machen wir jetzt da? Garage ist doch hier oben halb, oder nicht? Garage? Auf der Karte haben wir mittlerweile die Garage. Ja, 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 da müsst ihr nochmal von neu fahren. Oder ich versuch's. Das Problem ist, ich krieg die. Ist nee, komm, ich fahr nochmal von neu. Okay. Du fährst weiter. Alles klar. Cool. Weil das ist, ich kann hier nämlich auch nur in eine Richtung kippen, weil ich nur zu mir her könnte, ich verstehe. Aber der schlägt sich im Offroad-Bereich echt gut, der LKW eigentlich. Und wir müssen immer noch sagen, wir haben immer noch keine. Ja, genau. Also die Geländereifen drauf. Stimmt, ja. Das sollte mal langsam kommen, weil ich glaube, dann ist dieser LKW mit Höherlegung vielleicht auch noch richtig geil. So, ich probiere jetzt hier rüber zu fahren. Mit Differentialsperre. Allem an. Er schleicht sich vor wie ein Krokodil. Was ist keine sichtbaren Wendepunkte, das ist kritisch. Aber er bewegt sich immer noch langsam, ganz langsam vorwärts. Komm, Schatzi, du schaffst das. Du musst dafür Holzplanken liefern und zwar möglichst schnell. Ah, okay. Holzplanken will die braucht die Brücke. Du schaffst das. Kann man mal anders mal angehen. Komm, komm schon. Keine sichtbaren Windpunkte. Ach komm. Es ist doch Wurst. Ich will nur nicht, dass er sich jetzt hier eingräbt, was ganz danach aussieht, weil es hier bergauf geht. Nicht gut. Ich fahr mal, ne? Nein, ist keine gute Idee, Felix. Das verbiete ich dir. Ich habe keine sichtbaren Wendepunkte, Felix. Verdammt noch einmal. Und da geht's bergauf. Ich würde am liebsten einer sein, aber ich kann's nicht. So, mit Differentialsperre jetzt hier ganz diszipliniert. Ja, das ist ja dann voll easy. Oh Mann, ey, wieso habe ich nicht gleich hier den Weg genommen? Naja, so kann man auch die Zeit totschlagen. Na komm, wir haben es gleich. Jetzt haben wir aber die Winde. Jetzt hat er eh schon verloren. Der See hat verloren. Sehr schön. Und ich bin auf der Straße. Oh, oh. Felix. Oh, klingt nie gut. Oh, jetzt. Ja, also, der gehört so. Das sollte so sein. Bist du irgendwo gegen gedonnert? Für das. LKW. Wie bist du dorthin gefahren zum Steinbruch? Ah, die Straße weiter und dann einfach hier weiter. Aber ich weiß gar nicht, ob du jetzt zu mir so runterkommst. Ja gut, du kannst schon einen anderen Weg auffahren, aber ich blockiere jetzt eigentlich gerade eine Auffahrt. Felix, wieso liegst du auf... wieso soll das so? Und Felix blockiert die Auffahrt. Das ist genial, was der schon wieder macht. Du kannst die andere Route nehmen, die ist so eh safer wahrscheinlich. Habe ich nie getestet. Welche Route? Die außenrum. Aber die, genau, dann die muss außenrum. Ich runter und wieder hochfahren. Ja, das ist keine gute Idee. Ja, aber du fährst mich an mir vorbei, das geht eigentlich auch, du kannst gerade noch so vorbei. Runter geht's, vielleicht kannst du dann nebenbei noch aufstellen. Wie schafft man das, Felix? Siehst du gleich. War ein bisschen steil, ich hab umgedreht, weil das so eng ist.
Weil du musst da um eine 90-Grad-Kurve, das ist sogar mehr. Boah, hier den Berg hochzufahren ist nicht einfach. Boah, alter Schwede. Boah. Hallo, ich grüße Sie. So, wo wäre denn der Felix hier eigentlich? Jetzt dann gleich rechts. Da unten noch? Links meinst du? Links, ja. Tatsächlich. Da unten links. Da geht's runter. Nee, ich fahr da nicht lang. Oh, oh. Oh nein! Boah, knapp. Du kommst ja schon runter ohne Probleme, das ist nicht so voll. Okay, ich fahr rückwärts runter. Okay, das ist gar keine blöde Idee. Da musst du ein bisschen lieber umdrehen, so. Mach aber langsam, das sind große Steine. Ah ja. Dann nimm den Stein gleich mit, das ist auch eine gute Idee, ist er wieder frei. Ja. Hi Felix, grüß dich. Hi. Vielleicht kannst du jetzt gegen den Berg vielleicht einmal mit der Nase tipsen. Dann reicht es ja vielleicht. Nee. Muss schon mehr am Cockpit, glaube ich. Ja, mit den Betonplatten gibt mehr Sinn, weil ich wieg mehr, ne? Aber ich bin halt heute langsamer. Ja. Und jetzt hänge ich fest. Ich hänge fest. Differential drin? Ja, du hängst wahrscheinlich bei mir am Kran fest oder so. Wahrscheinlich. Ja, ich hatte Differential drin, aber bringt nichts. Ja, dann fahr du mal deine Platten weg. Moment. Ich mach mal dem. Achso, okay. Was wolltest du? Sonst wäre ich zurück im Werkstatt. Oh ja? Oh ja? Ja. Aber ich kann nicht. Versuch den Motor irgendwie zu starten. Nee. Gerade nicht mehr. Du musst schon mal Anlauf nehmen. Ja. Rückwärtsgang und gib ihm. Das Problem ist, mein Rad steht total blöd. Das stellt sich auch nicht richtig auf. Ich kann da auch nicht lenken. Das ist halt doof, komisch ist. Ich probier's gleich nochmal mit Rückwärtsgang und Differentialsperre im Rückwärtsgang. Ja. Differential an. Und jetzt volles Karacho. In den. Zack! Ja! Komm, ja. Jawohl! Gib ihm Felix! Ja, doch, ja. Doch! Jawohl! Modus an. Sehr schön! Der LKW, der macht ganz schön was mit, du. Die machen wir sich. Hier runter? Einfach geradeaus war der, ja. Ach, ich dachte hier links so gleich den Berg. Hinabstürzen. Das ist eine gute Idee. So, hoffentlich gibt es ein bisschen Kohle, weil wir haben jetzt einen ganz schönen Aufwand betrieben, muss man sagen. Ja. Für nur diese einen Sachen und haben soeben festgestellt, dass wir diese Betonplatten gar nicht hätten mitnehmen müssen. Ja gut, aber das müssen wir auch nicht. Das ist ein Unterschied, der auch noch gibt. Das stimmt, ja, aber das ist cool. So, geh mal ab. Sehr schön. Arbeit für echte Kerle. Ja. Ich habe Rang 4 erreicht. Kraftstofftank, Kofferausbau. Steinbruch Ladezone geöffnet, das heißt, hier können wir jetzt aufladen. Ja, was ist das? Also Steine wahrscheinlich dann. Wahrscheinlich Steine, ich schau mal. Frachtcontainer. Das ist das, was der Anhänger da geladen hat. Siehst du das links neben dir? Der, wo man auch Autos drauf laden kann. Tatsächlich, ja. Der hat auch noch so. Bei denen kann man auch schon mal nutzen. Was kann man denn mit denen machen? Vielleicht sind die auch nur wie Warenträger. Wahrscheinlich wieder, ne, für neue Missionen. Also, ist echt krass, ey. Wenn ich mich zurückerinnere in Spin Tires und Mudrunner. Wir haben da die ganze Zeit nur Holz, nur Holz, nur Holz und jetzt hier, was es gibt, Wahnsinn. Gibt ja so viel Auflegen, man kann zum Beispiel für Boden beschaffen, ich habe ein Gerät gesehen, wo man Boden messen kann und solche Sachen, die auch für eine Mission braucht oder wo man dann jetzt dementsprechend zum Beispiel Bohrer fürs Öl transportieren muss, dann Bohrungen machen muss. Gut, also, aber ich hätte gesagt, was machen wir denn eigentlich in der nächsten Folge, das sehen wir dann. Das überlegen wir uns noch in der Zeit, ja. Genau, wenn wir in der nächsten Folge angekommen sind. Auf jeden Fall ist ein Felix jetzt schon mal wieder umgedreht worden. Wir müssen jetzt nur hoch und dann schauen wir mal weiter. Man muss nicht hochgelegt dafür sein, um zu kippen. Haben wir heute auch öfters rausgefunden. Ja, das stimmt. Gut, Leute. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir kümmern uns darum, dass wir weniger umkippen und mehr Zeug transportieren können, um auch weiterzukommen. Und wer weiß, vielleicht sind wir in der nächsten Folge schon wieder auf einer neuen Map. Wer weiß. Bis dahin, macht's gut und ciao.